Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird einerseits eine neue Zweitwohnungsregelung aufgenommen. Das halten wir auch für sinnvoll, auch wenn wir da jetzt nicht gerade die Dorfarmen entlasten. Weil wir würden uns durchaus wünschen, dass insbesondere in den untersten Einkommenssegmenten Erleichterungen bei der Haushaltsabgabe endlich einmal umgesetzt werden. Aber so weit, so gut, das ist richtig. Zweitens. Zum Meldedatenabgleich haben wir eine abweichende Meinung, auch von der höchstrichterlichen Rechtsprechung abweichende Meinung, sage ich ganz deutlich. Wir sehen die gebotene Datensparsamkeit eben hier nicht gewährleistet. Und diese Zweisichtigkeit des jetzt vorliegenden Rundfunkänderungsstaatsvertrags führt uns dazu, dass wir uns an dieser Stelle enthalten. Jetzt noch zwei Sätze dazu, was wir im Vergleich zur ersten Lesung dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrages hier heute von der AfD-Fraktion hören mussten. In der ersten Lesung ist genau diese Hetze gegen den Öffentlich-Rechtlichen passiert, die mein Vorredner gerade aufgenommen hat. Ich habe die noch gut im Ohr. Von der ersten zur zweiten Lesung, ich habe noch nie so einen Wandel, von der ersten Erkenntnisgewinn von der ersten zur zweiten Lesung hier erlebt. Also vom Hetzer gegen den öffentlichen Rundfunk mutiert zum Datenschützer. Das glaubt Ihnen doch wirklich niemand. Und meine Herren von der AfD, wenn Sie so gegen den Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen und die Institutionen des Öffentlich-Rechtlichen hetzen, dann frage ich mich schon, warum Sie gestern Abend bei der Sektvergabe und bei der Häppchenvergabe beim Hessischen Rundfunk die Ersten am Buffet waren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir bleiben uns in diesem Hause mit Ausnahmen einig, dass der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen, Qualitätsjournalismus, eine eindeutig wichtige Aufgabe ist, insbesondere gegenüber den digitalen Netzwerken, in denen eben die Fake News überhand nehmen. Ich hoffe, wir bleiben uns da einig. Auch wenn ein potenzieller Kandidat einer anderen Fraktion für den Bundesvorsitz in der letzten Woche auch etwas Gegenteiliges gesagt hat, ich nehme Sie trotzdem mit ein in diese Einigkeit. Wir brauchen öffentliche rechtliche Berichterstattung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus